Ja, Freunde, willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Bayer Leverkusen vs. Fortuna Düsseldorf. Freunde, ich bin jetzt schon sehr, sehr früh unterwegs. Denn wie die meisten von euch wissen, lebe ich ja in Düsseldorf. Und ich muss schon echt vorher losfahren, weil ich nicht mit den Fortuna Hooligans in dieselbe Bahn raten will. Ich habe jetzt schon direkt zwei Croissants gekauft. Ich wollte schon gerade beim Rewe direkt, heute Abend machen wir es fertig. Also wenn das schon so anfängt, bin ich froh, dass ich jetzt schon los bin. Ja, mein Nachbar ist ja auch Düsseldorfer, kurz mal noch mit dem gequatscht. Der meinte auch, hoffentlich wird das heute ein gutes Spiel, ein faires Spiel. Bin sehr, sehr gespannt. Mal gucken, ob die Bahnhaltestelle voll ist. Ja, ich bin auf jeden Fall voll unter Adrenalin heute. Wird richtig, richtig geil. Freunde, kleines Update. Ich bin hier Benrather Bahnhof. Ja, Fliegerbombe in Köln. Und in Düsseldorf sind irgendwelche Leute auf den Gleisen. Ich bin hier seit einer Stunde voll die Umwege am Fahren. Ja, bin jetzt erstmal in Benrath, weil von hier aus ist es ja wirklich dann einfach schon Langfeld gefühlt. Ja, in der Hoffnung, dass ich mal ankomme. Es leuchtet grün, das heißt, die Bahn müsste rein theoretisch kommen, aber hier steht nur Verspätung, Verspätung. Ja, ich merke es auch früh losgegangen, aber bin am Ende des Tages wieder spät am Stadion. Ja, mal gucken, wann ich ankomme. Ich halte euch am Laufenden. Fängt auf jeden Fall schon mal richtig gut an. So, bin jetzt in Leverkusen angekommen. Das ist unsere schöne kleine Leverkusen. Auf ganz, ganz entspannt. Wir suchen jetzt auf jeden Fall was zum Essen. Dort hinten gibt es auf jeden Fall ein paar Dönerbuden. Ich schätze mal, ich gönne mir da eine Pizza. So, wir haben aktuell 17 Uhr. Ich habe einfach 2 Stunden gebraucht, um von Düsseldorf nach Leverkusen zu kommen. Wegen den Entschärfungen. Aber so, jetzt bin ich ja da. Ich habe ja noch genug Zeit. Aber jetzt holen wir uns erstmal was zum Essen. Schön Pizza und Cola, geht auf jeden Fall fit. Also dieser Laden ist wirklich sprachlich sauber. Guckt mal, wie viele Getränke ihr habt. Also wirklich sehr, sehr sauber hier. Schauen wir mal rein. Sehr knackig, sehr gut, sehr solide. Ich würde dem eine ganz normale 8 geben. Kann man sich immer wieder bestellen. Schmeckt echt gut, ist auch wirklich sehr, sehr zart. Und eine Cola darauf immer. Das Beste, was es gibt. So, da hinten sehen wir auf jeden Fall unser Wasserturm. Ja, da vorne ist ja die berühmte Autobahn, wo ihr immer lang fährt, wenn ihr unseren schönen Stadion beobachtet. Hier haben wir unsere Rathausgalerie. Und da vorne ist auch schon unser Bahnhof. Höchstwahrscheinlich sind da schon einige Fortuna-Fans in der Bahn. Natürlich auch ein paar schöne Sticker von unserem wunderschönen Club, aber ich muss ehrlich sagen, bei manchen Stellen merke ich echt sehr, sehr stark, da werden die rausgerissen. Guck mal, hier drüben zum Beispiel. Also hier sind einige, die unsere ganzen Stickers hier rausmachen. Das geht gar nicht. Also das ist hier unsere Zone, ne? Nicht vergessen. Das ist Leverkusen. Wollte ich mal nur hinweisen auf unsere Fans, ne? Wirklich, ich weiß nicht, wer das hier hingesprayt hat, ne? Aber das sieht so geil aus. Jedes Mal, wenn ich hier dran vorbeilaufe, kriege ich Gänsehaut, wirklich. Apropos Sticker, Freunde. Ich habe jetzt mal kurz bei der Bank Geld gezogen. Ich gehe mir jetzt mal reichlich Sticker kaufen. Denn ich will meine Hauswand, also in meinem Zimmer die Wand, will ich voll mit Stickern machen. Ja, mal gucken, wie das am Ende aussehen wird. Ich denke mal, das werdet ihr im nächsten Stadion-Vlog sehen. Deswegen macht jetzt schon mal das Plus weg. Ne, Leute, wir supporten hier Leverkusen. Und ihr müsst uns Leverkusen-Stadion-Vlogger noch mal Abo dalassen. Weißt du, wir machen das nicht nur für uns, wir machen das für alle Leverkusener. So, und jetzt machen wir einfach das Plus weg, weil du bist auch ein Leverkusener. Ich glaube, das reicht aus, oder? Also, ich würde mal sagen, das ist schon genug. Was geht ab? Wir sind hier mit dem Ultra, was sagst du? Entweder 1-1 und Verlängerung oder ein stabiles 3-0-Final. Aber nee, bitte lass mit Verlängerung. Gefällt mir nicht. Können wir nicht einfach mal 2-3-0, einfach Ruhe. Diese Verlängerung, ich kann das nicht mehr, Bruder. Ich küsse dein Herz, Dankeschön. Wir haben heute auch auf jeden Fall eine Choreo. Ich freue mich schon übertrieben drauf, was unsere Ultras gemacht haben. Dann hier unten, was sagst du heute? 5-0. Stark, 5-0, sehr stark. Was ist es? Das mal an, Freunde, wegen der Choreo. Wird schon vorbereitet. Hier an unseren Sitzplätzen. Ja, hier sitze ich ja. Ich muss nur gucken, welche Größe das ist. Wir sind hier auch aktuell live bei TikTok. Könnt ihr auch gerne mal ein Plus-Wechsel machen. Ja, mal gucken, wie das wird.
Liebe Freunde, wir sind gerade live auf TikTok. Wir haben über 200 Zuschauer. Die ganzen Leute gucken sich heute dieses wunderschöne Spiel an. Es wird eine Choreo geben, die übers ganze Stadion geht. Wir sind sehr, sehr gespannt. Dankeschön an jeden, der mich supportet. Ich küsse eure Herzen. Dankeschön. Wir sehen hier gerade Per Mertesacker, der ist auch hier im Stadion. Absolut cool, deutsche Legende, besser geht's gar nicht. Fortuna Düsseldorf schon mit dem ersten Pyro. Yeah!
sehr stark. Halbzeit ganz entspannt, eine Cola am Trinken. War da zur Prognose, was soll ich sagen? 3-0, ganz entspannt. Guck mal, alle entspannt, ja, alle. Kein Stress, nichts, kein Pickel, wohl entspannt. Die Halbzeit hat begonnen. Fortuna mit einer direkten Pyroshow. Dass hier viele Vlogs machen und währenddessen die Ultras aufnehmen. Ich habe äußersten Respekt vor den Ultras. Regel Nummer 1, Ultras werden niemals aufgenommen. Ich versuche immer noch von der Seite beim Springen oder so aufzunehmen, natürlich die Gefühle mitzunehmen, aber wenn die sich maskieren oder so, nehme ich das nicht auf. Nur mal für die Leute, die hier Fake-Gerüchte verbreiten. Und da kommt das Tor! Empfehle ich euch und dieser Google Pixel gibt jetzt einen Elfmeter, komm. Hand. Ja! Yeah! In der Luft, ich sag's euch. Das gibt's nicht, ne?
Zeit schon nach Berlin. Morgen früh schon.